Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu unserem Video von den Passots. Heute geht es mal zur Wahl. Wer wird's gewinnen? Oh, du fährst aber gut. Warte, Fahrrad-Simulator! Und hepp! So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wie gestalte ich eine gepflegte Bundestagswahl und wähle die richtige Partei? Genau, hier haben wir schon symbolisch. Dies ist der Kandidat der entsprechenden Partei mit dieser entsprechenden Farbe. Wer steckt wohl dahinter? Nee, der Kretschmann. Scholz. Ach so! Der Olaf! 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 So, da vorne steht ein rotes Auto. Damit fahren wir jetzt zur Wahl. Guten Tag. Wen würden Sie wählen bei der Bundestagswahl? Die Grünen natürlich. Und warum? Keine Ahnung. Davon aber jede Menge. Ja. So wie die Grünen halt. Okay, komm mit. Guten Tag, Herr Passant. Wir haben Sie also gerade dabei ertappt, wie Sie aus diesem grünen Auto ausgestiegen sind. Und Sie hatten auch ganz unverdächtigerweise diesen grünen Eimer damit dabei. Woraus können wir daraus schließen, welche Partei Sie heute wählen werden? Heute bei der Bundestagswahl, ja, 2021. Natürlich. Also, meine Lieblingspartei und diese Partei, die ich dann auch noch wählen werde, sind die Roten, weil Rot meine Lieblingsfarbe ist. Das ist natürlich ein sehr gutes Motiv, weil mehr braucht es auch nicht, um die richtige Entscheidung zu treffen in diesem Land. Ja, genau, wir wählen alle nach unserer Lieblingsfarbe. SPD! Meine Lieblingsfarbe wäre lila, blass, blau, grün, gelb und schwarz und überhaupt alles. Ja? Grau vielleicht. Die grauen Panther könnten wir auch wählen. Dieses Rot mag ich besonders. Wo sind eigentlich die Wähler hin? Hier, das ist der direkte Weg zum Wahllokal. Ja? Und hier, das ist die Hauptzugangstrasse zum Wahllokal. Und es ist total verwaist hier. Boykottieren die Wähler dieses Jahr die Bundestagswahl? Könnte das der Fall sein? Hier wird schon mit roten Eimern geworfen. Was soll das bedeuten, wenn mit roten Eimern geworfen wird? Nix da, die Roten werden gewählt! Wen würden Sie wählen? Wenn ich wählen dürfte, würde ich einen Kasten Bier wählen und mich mit diesem Kasten Bier hier in diesen Garten da pflanzen und einfach mal einen guten Tag sein lassen. Ich hoffe jetzt, ich gehe jetzt in dieses Wahllokal und hoffe, dass es dort Freibier gibt. Vielleicht kann ich meinen Wahlschein gegen einen Kasten Freibier eintauschen. Das wäre mein oberstes Ziel für den heutigen Tag. Das alles ist mal eine Ansage. Filmen, das ist symptomatisch bedeutend. Hier, ein rotes Danke. Was hat das noch zu bedeuten? Wir wissen es alle. Das sind die wichtigen Motive in dieser Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, dass ein Fahrrad nicht an seinem Zaun ist. Hier, mit dem Fahrrad über die Straße. Aber wir sind doch für Fahrräder. Was ist, wenn ich mit meinem Lastenfahrrad jetzt komme und das hier mal parken möchte? Lastenfahrräder sind doch gewünscht in diesem Land, oder? Ja. Da ist gerade ein Motorradfahrer vorbeigefahren. Die Grünen würden jetzt sagen: Umweltverpester. Klima. Die Grünen. Klimawandelleugner. Eine Umfrage. Wie fanden Sie das von dem Motorradfahrer gerade eben? Unverschämt. Ja. Ignorant. Und Sie als grüner Kandidat? Ich fand es sehr toll, dieser Sound, diese Maschine. Einfach herrlich. Mit meiner G-Klasse war ich auch sehr viel. Ich fordere eine Ampel hier. Da haben Sie recht. Herr Kastenbier.
Wir gehen jetzt gleich rein. Was werden Sie dann tun? Ich werde die Roten wählen. Nein, die Grünen. Ja, die Grünen. Genau, die Grünen werde ich wählen. Genau. Oh, der Putzdienst ist da. So, Putzmann ist auch am Start. Wollen Sie da mit rein? Fehlt ja auch rein. Aber ein Glück für dich. Hier, schau mal. Jetzt. Woher weißt du das? Das kann ich nicht verraten. Das ist doch ein grüner Eimer, oder? Das ist jetzt die Realität. Aber nee, ist das die Realität? Ich weiß es nicht. Und wie geht es im Putzen voran? Schlecht. Ich interviewe mich nur an. Kann es sein, dass Sie mit Ihrem Putzwedel andere Leute. Hier, komm, nächste. Wir machen nochmal Umfragen, was so gewählt worden ist. Keine Aussage? Oh. Komm, wir machen jetzt einen. Ja? So, guten Tag, Herr Wähler. An der Freude der Bundestagswahl. Was würden Sie heute wählen? Ja, da ich bin immer noch. Ich habe ja noch ein paar Sekunden. Haben Sie noch 10 Sekunden Zeit? Ja, das ist eine gute Aussage. Und? Ach du musst auch weiter filmen. Ja. Also bei mir ist das schon klar, wen ich wähle. Ich will natürlich die. Und sind die Wähler ausgegangen? Sind keine Wähler da? Da kommt noch ein Gerät. Herr Wähler, angenommen heute der Bundestagswahl, was hätte ich dir gewählt? Ich hoffe, das ist richtig. Ah, das ist eine Antwort. Herr Conner, du musst es doch wissen. Ich habe gedacht, da steht es doch. Ja. Realschule. Eure Schule ist doch dann. Herr Wähler, sind Sie mit Ihrer Entscheidung zufrieden? Ja, bis jetzt bin ich immer noch zufrieden, ja. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, nee. Kann ich noch mal reingehen? Bedauere, nein. Ach. Was ist jetzt, wenn ich eine schlechte Note dafür bekomme für meine Wahl? Dann haben Sie verkackt. Dann muss ich danach kann ich die nochmal nachholen, die Wahl? Nein, leider nicht. Gibt es noch einen Nachholtermin? Das war der einzigste Termin. Das wird, keine Ahnung, wann entschieden. Oh Mann. Von meiner Stimme ist jetzt alles ab. Wen wird er wohl in 16 Jahren wählen? Papa. Wollen wir mal. So, Wahl vorbei. Haben jetzt jemanden gewählt? Nachfrage nach dieser oder Interesse für diese Wahl. Wir haben jetzt 14:08. Wir wählen natürlich die Roten. Vielleicht sind die Wähler gerade noch beim Mittagessen oder beim Frühstück, beim Brunchen. Aber es war gerade mal eine Handvoll Wähler da und wir machen uns richtig Sorge um die Wahlbeteiligung. Oder die haben alle schon per Briefwahl gewählt und dann geht es mit dem Land sowieso bergab, weil ich habe gehört, die Briefwahl ist ein Einfallstor zum Wahlbetrug. Also, ich schätze mal. Papa, es ist wieder Mittag. Ja, hast du schon wieder Hunger? Eine letzte Umfrage. Was würden Sie sagen, wenn Olaf Scholz verloren hätte? Olaf, der hat verkackt. Er ist ganz baff, dass er verloren hat. Fertig mit der Umfrage. Olaf, der hat verkackt. Er ist ganz baff. Der kleine Scholz, der scheißt neben das Holz.